Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Klein Drechsel. Heute an Halloween natürlich mein Halloween Special. Und was braucht man an Halloween? Natürlich einen Kürbis. Aber so ein normaler Kürbis mit einer Kerze drin, das ist doch komplett langweilig. Da braucht man noch viel mehr Feuer. Deswegen zeige ich euch heute, wie man es richtig macht. Ich habe zwar aktuell gerade keine Hände, wo ich benutzen kann, aber dumme Ideen habe ich trotzdem. Und deswegen kann man sich ja irgendwelche Leute holen, wo dann die dummen Ideen für einen ausführen. Ja, und deswegen machen wir jetzt zuerst mal den Kürbis, aber nicht einfach so mit Messer und Löffel, wäre ja langweilig, sondern wir machen es mal richtig. Eins der wichtigsten Sachen beim Kürbisschnitzen ist ja, dass man da zuerst mal etwas schneiden kann. Und das machen wir nicht mit Messer, sondern mit dem Elektrofuchsschwamm. Aber da will ich nicht einfach so ein Blatt verwenden, sondern da machen wir hier aus dem alten stumpfen Holzblatt ein Kürbisspezialblatt. Und dazu flexen wir da erstmal ein bisschen was ab und tun es dann hier noch schön schleifen, damit es ein richtig schönes, scharfes Messer wird, mit dem man da dann wunderbar drin schneiden kann. So, das Ding ist jetzt hier drin und müsste eigentlich wunderbar schneiden. Dann brauchen wir bloß noch unseren Kürbis, den wo wir hier auch schon mal hingelegt haben. Und dann können wir da auch schon mal den Deckel wegschneiden. Wird doch super! Da sind wir ja schon. Ja, ist doch wirklich gut gegangen. Einwandfrei. Dann jetzt aushöhlen. Ja, so ist's. So ist's. Und wie höhlen wir den jetzt aus? Mit dem Akkuschrauber und da vorne dran so ein Quirl. Da erstmal alles ein bisschen durchmusen, oder? Mal gucken. Mit ein bisschen weniger Gas. Ja, aber jetzt hat es doch ein bisschen eine Sauerei gegeben. Und was macht man gegen Sauerei? Ganz klar, Staubsauger. Nö, ist wirklich richtig gut geworden. Alles draußen, alles jetzt im Staubsauger bei der Holzspäne. Da können sie dann schön trocknen. Und dann heben wir uns das gleich für morgen auf, weil morgen gibt es gleich bei uns eine Kürbissuppe. Ja, und jetzt schneiden wir einfach mal das Gesicht aus. Jo, ich wollte dich noch mit dem Ding da drauf haben. Na, neu mal die Kurve, der muss auch nicht drauf. Halt bloß die Kamera. Ja, da kriege ich eine Sehnenentzündung nachher mit eurer Hand. Ich bin total bei den Kurven fest. Nächstes Mal machst du es aber wieder selber. Ja. Den machen wir, oder? Okay.
Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Trick bei der ganzen Sache. Und zwar, wie man den Kürbis zum Leuchten bringt. Dazu haben wir hier in unseren Kürbis hinten noch ein kleines Löchlein reingeschnitten, wo wir einfach so einen ganz normalen Gartenschlauch reinstecken, durch den, wo dann nachher das kommt, warum es nachher leuchten soll. Der geht hier nach hinten, hier zu dem Sauerstoffacetylentrenner, wo ich aber bloß Propan dran habe, und der pustet dann das Propan einfach in den Schlauch rein. Ja, und dann soll da bloß reines Propan rein, und reines Propan brennt ja nicht so wirklich, das muss ja erstmal gemischt werden. Und da dann im Kürbis bloß reines Propan ist, tut sich dann erst, wenn es aus den Augen und Mund und so rauskommt, mischen und gibt dann erst da die Flamme. Gucken wir, ob das so funktioniert, ist bloß eine blöde Idee von mir, aber wer weiß, wie gut das funktioniert. Probieren wir es einfach mal aus. So muss Beleuchtung von dem Halloween-Kürbis richtig sein. Und zwar Drexler standesgemäß. Bei so Experimenten mit Gas muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, weil ganz ungefährlich ist das nicht. Da sieht es jetzt relativ harmlos aus, das liegt natürlich auch am Mischungsverhältnis. Weil da tue ich da ja pures Gas reinlaufen lassen und pures Propan verbrennt mit einer relativ gelben, ganz gemütlichen Flamme. Aber wenn man da kein reines Propan hat, sondern auch mit Propan-Luftgemischen rum experimentiert, zum Beispiel die zufällig in einen 1000-Liter-Ballon reintut und dann ganz zufällig mit einem brennenden Krampen drauf schießt, dann könnte auch leichte Bumm passieren. Ja, und davon habe ich auch schon den einen oder anderen Test gemacht, weil ich eben schon seit dem Sommer in Planung habe, dass ich eben auch mal Zweitkanal machen will, auf den dann eher unwissenschaftliche Experimente kommen werden. Gerade auch, was vielleicht mal ein bisschen gefährlicher ist und was man nicht nachmachen sollte. Und dafür habe ich mal ein paar Tests gemacht. Und die seht ihr genau jetzt.
Aber sieht doch wirklich cool aus, oder? Was sagt ihr? So eine Beleuchtung oder eine normale Beleuchtung mit Kerze? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch lieber an Halloween vors Haus stellen würdet. Das Ganze sieht doch auch wirklich... Hast du Angst? Ja, wenn du das so arg abdrehst, dann nicht mehr. Ja, das Ganze sieht ja auch wirklich cool aus und ist auch was Besonderes. Weil so einen ganz normalen Kürbis mit Kerze, das hat ja wirklich jeder. Aber sowas, das ist was Besonderes. Und wenn der dann so in der Halloween-Nacht so fleißig vor sich hin brennt, ist auch noch schön warm, kann man sich dran wärmen. Und ja, auch ansonsten ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Man könnte da jetzt natürlich sogar noch Marshmallows drauf grillen. Das wäre natürlich erst eine Idee. Aber da es mit meinen Händen gerade nicht so wirklich gut geht, mache ich das jetzt nicht, sondern erfreue mich einfach noch ein bisschen an der schönen Wärme und wünsche euch mit diesem schönen Anblick alle noch ein schönes Halloween. Ja, schön, gell?